Willkommen zu dem besten Raft Let's Play überhaupt, No Cap for Real. Wie immer super vorbereitet, deshalb gibt's kein Intro. Rein in den Lachs. Geil. So, warte mal. Ah ja. Beitreten. Genau. Post. Welt beitreten. Ich bin so gespannt, ob alle meine Items noch da sind. Bitte. Achso, nö, die sind weg. Achso, schade. Naja, gut. War worth a try. Ist die Mucke eigentlich zu chillig? Ich habe einfach alle, also es ist ein komplett wilder Mix aus aller möglichen Videospielmusik, die mit irgendwelchen Ozeangeschichten zu tun hat. Ah, da bin ich ja wieder. Der Schweinekopf ist da. Geil. Ah ja, kannst du einmal ganz kurz, ich pack das mal hier in die Kiste, zeigen, wie das aussieht, wie ich hier rumlaufe. Ich finde das so geil. Ey, so nice. So. Okay. Was haben wir denn jetzt, was war denn jetzt das Letzte, was wir eigentlich machen wollten? Ich will Ton sammeln gehen, du willst die Insel erkunden, das war der Start. Stimmt. I remember now. Ich muss erstmal wieder reinkommen, bin ich ehrlich. Ja, irgendwie. Zwei Stunden her. Wir brauchen doch zwei Betten. Es ist nicht umsonst, dass ich die gecraftet habe, weil damit kannst du tatsächlich wie in Minecraft die Nacht skippen. Ah, die Nacht skippen. Okay, ja, das ist dann schon nice. Wir wollten aber ich finde. Ja? Ja? Nee, du? Nee, du? Ich fände es geil, dass es so ein Klavier gibt als Instrument. Achso, ja. Ja, dafür hast du Sea of Thieves? Ja. Da hätten wir nämlich auch... Also nein, habe ich... Ich weiß so. Ja, ich habe es auf einem anderen Account, glaube ich. Ah, ja, ja. Weil da würden wir auf jeden Fall auch mal mit Jakob und Geschwistern... haben wir nämlich früher immer mal das gedaddelt. Das war richtig chillig. Können wir gerne mal machen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch ein cooles Spiel für einen Stream, glaube ich. Ist entertaining. Seppel, Grüße, gehen raus auf die andere Seite der Welt. Schön, dass du am Start bist. Du wärst bestimmt auch bei Raft am Start. Wir wollten eigentlich noch einen zweiten hier Dings. Raft. Genau, Raft. Einen zweiten Reiniger herstellen. Und da wär's. Da wär's Vogel cool, schmeißt mich schon wieder. So einen Premium-Reiniger hier zu haben, so einen richtigen Dyson. Planke, Kunststoff. Oh, Glas. Ah, für Glas brauchen wir. Wir brauchen Hammer. Sand für Glas. Wir haben Glas. Ja, aber nur eins. Aber wir haben nur eins. Ja, genau. Können wir schon einen Ofen oder so? Eine Schmelze konnten wir. Eben nicht, gesagt? Dafür suche ich ja gerade. Dass wir das können. Ah ja. Okay, perfekt. Und, also ganz kurz, um jetzt alle up to date zu bringen, die logischerweise nicht dabei waren, weil wir es vorher nicht gestreamt haben. Wir haben heute 3 Stunden hier schon reingeputtet ungefähr, glaube ich. Haben absolut von null angefangen, hatten gar keinen Plan. Haben relativ schnell reingefunden und haben uns hier erst ein paar Kisten hingeballert, haben das dann ein bisschen umgestaltet. Das ist alles noch nicht so ganz final. Wir haben hier 2 Segel, hier hinten so unseren Forschungstisch, da können wir Sachen erkunden, reinpacken und dann sehen wir hier neue Rezepte, die wir freischalten können. Diese wunderschöne Referenz zu Scrap Mechanic, die ich geangelt habe, die hier unten rumsteht. Unser Fähnchen, was uns anzeigt, wo der Wind hingeht. Hier eine Kiste fürs Essen. Hier eine Kiste für allen möglichen Random Stuff und alle möglichen Pflanzensamen. Und hier unsere Rohstoffkiste. Du bist gleich richtig stolz auf mich, was ich hier alles an. Alter, geil, ich bin jetzt schon stolz, wenn ich das höre. Wir haben hier ein paar Netze schon angebracht. Aber hier wurde eins vom wie nennen wir unseren Hai eigentlich? Oh, das ist eine gute Frage. Hans Dieter? Vorschlag machen. Oh ja, ein Chatvorschlag, das ist auch gut. Also, wir haben heute erst angefangen. Auf deine Frage einzugehen, Zeppel. Ja, hier haben wir ein großes Beet für, ich glaube, hier Wassermelonen sind da jetzt drin und hier unten. Nee, ich habe da Potatoes rein tatsächlich. Im Großen? Ja. Ach, hast du das andere schon geerntet? Ja. Ja. Ja, genau. Ansonsten haben wir hier unten noch ein paar kleinere Pflänzchen. Und vor allen Dingen hier ein Bäumchen. Ich bin hier gerade unter Wasser, ne? Ja. Und hier ist einfach ein Schiff unter Wasser. Musst du ja gleich mal. Oha! Meinst du, wir können das erkunden mit dem. Nee, ich hab's ja. Ich hab hier eine Kiste. Oha! Kiste aufnehmen. Holzen, 3 Stück, glaube ich. Ist die jetzt noch da? Nee, die ist weg jetzt. Ja, ich hab's jetzt gelootet, die Kiste. Das Schiff ist noch da, aber da ist nichts sonst. Ganz kleines Schiff. Wo hast du es jetzt gefunden? Wo bist du? Ich bin hier am Tauchen gerade überall, in der Inselkante. Ich komme jetzt mal zurück, weil ich habe richtig viel Stuff. Außerdem, übrigens, habe ich einen Metallbarren. Oha!
Kurze Frage. Hast du jetzt den Köder verwendet oder wo ist unser Hai hin? Nö. Ich habe keinen Köder verwendet. Hä? Wie lebst du dann? Ich verstehe auch nicht, wo. Ich weiß auch nicht, wie ich so ich noch lebe. Ich hab das gerade ausgenutzt, dass er mal nicht da ist jetzt. Ja, das ist nice. Ich komme jetzt zurück zum Boot, wenn du magst. Und wenn du noch nicht los bist, dann können wir gleich mal zusammen erstmal gucken wegen dem Ofen und alles. Ja, ich glaube, wir können das Ofen machen. Ich habe nämlich Sand und Ton. Ich bin noch da. Und die geilste Sache ist eigentlich, dass du ab und zu mal neue Crafting-Rezepte hier angeln kannst, beziehungsweise auch manchmal so Deko-Sachen aus Kisten kriegst, Deko-Rezepte. Da habe ich vorhin einfach eine Lichterkette gegambelt, gezogen. Case-Opening. War übel worth it. Guck dir die geile Scheiße an. Das ist zwar hier alles noch, also noch überhaupt nicht fertig, wie man sieht. Wir haben hier jetzt nur mal, oder ich habe mal aus Spaß angefangen, hier langsam in eine zweite Ebene zu gehen. Weil ich es richtig geil fände. So, ja. Moment. Was brauche ich denn jetzt für diesen Schmelzofen? Ich glaube, wir können den noch gar nicht bauen. Oder? Butter mal raus, das Ding. Moment. Schmelzofen, was brauchst du dafür? Hau raus. Wo ist denn der? Ich hol dir das Wo an. Ist denn der? Keine Ahnung, müssen wir den nicht erst bauen. Erforschen? Nasser Ziegel. Entsafter. Muss man gucken. Ja, den hast du ja privat auch. Hab ich den? Das wäre mir neu. Okay. Den Entsafter 3000. So, den Ziegel, wo hast du den jetzt? Den kannst du jetzt machen, oder was? Ja. Hier, Trockenziegel, okay. Moment. Nasser Ziegel. Ich habe jetzt einen nassen Ziegel. Sand und Ton, ja. Und den kannst du jetzt am Deck platzieren. Da. Ja, und jetzt braucht er ein bisschen. Und guck mal hier. Oh. Guck mal hier. Oh. Guck mal hier und hier und hier. Junge, was hast denn du alles rangeholt? Ja, das habe ich alles gerade im Tauchen gefunden. Tauchen lohnt sich anscheinend. Okay, ja, I see. Metallbarren. Soll ich den einen Metallbarren opfern und mal gucken, ob wir den erforschen können? Ja, klar kann man den wahrscheinlich erforschen. Das würde ich erforschen. Auf jeden Fall suchen, wenn es geht. Wir können jetzt Bolzen selber herstellen. Wir können Netzwerfer herstellen, die... was? Richte ihn auf ein Tier, um es zu fangen. Wir können... Ah, damit können wir die Viecher an Deck holen. Mit einem Netzwerfer. Wir können Scharniere selber herstellen aus Metall. Wir können einen Metallspeer herstellen. Oh. Aus Metallbarren und Bolzen. So, jetzt kommt noch ein Metallpfeil. Ein fortschrittlicher Grill. Eine Schere, Wolle zu scheren. Einen stationären Anker. Geil, den können wir bestimmt dauerhaft verwenden. Und eine Schaufel. Ey, das war richtig groundbreaking. Cool. Jetzt ist nur die Frage, wie ist jetzt der Progress? Wir brauchen jetzt was genau, um den Schmelzofen freizuschalten? Wir müssen einen Trockenziegel forschen, dann können wir erst die Schmelze bauen. Und dann muss ich wahrscheinlich noch öfter tauchen gehen jetzt. Hä, und, aber ganz ehrlich, mit der Schmelze geht's jetzt rund, weil wir haben doch schon Metall. Ja, Erz haben wir, zwar drei Stück noch. Drei Stück. Aber das wird uns nicht weit bringen. Hä, doch, damit mit den drei Stücken können wir schon mindestens eine Schaufel und hier so ein Netzwerfer oder so. Also da kannst du schon richtig was ranzimmern. Ich mach mal noch einen nassen Ziegel, ja? Noch einen, ja klar. Ja, weil, also braucht man ja eh. Hin damit. Stimmt, war nicht so. Und die Rohstoffe zimmer ich in unsere Rohstoffkiste. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal, solange jetzt kein Hai da ist, das sollte man dringend ausnutzen, glaube ich. Dann gehe ich nochmal tauchen. Okay. Und ich gehe nochmal die Insel erkunden. Ja, nices Timing. So. Ah ja, stimmt, die Schrauben sollte ich mal noch anpacken. Ich muss, glaube ich, nice. So. Oh, das ist richtig satisfying. Jetzt wir haben hier übrigens noch richtig viele Bäume. Auf der ganzen Insel. Ja, ja, ich weiß, da ist es, rennt das. Der Willi rennt rum. Der Willi, das Warzenschwein. Ich habe eine Kiste. Metallbahn schon wieder ein. Bist du gerade wo? Oh, ich bin hier oben. Bist du gerade wo runtergesprungen? Nee. Ach, das war der Greif. Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Kletterpflanzenklipper. In der Kiste? Brauchen wir von.
Bau auf den Bogen, ja. Ich weiß. Oh, geil. Ey, 5 Minuten. 5 Minuten sind wir hier dabei. Hey, Progress das Wochenende in 3 Stunden. Ist halt echt so. Gefühlt. Ja, ist halt auch eine Kurve. Also hier sind richtig viele Bäume noch zum Fällen. Da hast du ordentlich Arbeit noch zu tun. Ich weiß nicht. Ich habe vorhin auch noch ganz viele gesehen. Aber hier... ich habe einen Metallspeer gefunden auch, sehe ich gerade. Den hast du einfach gefunden? Ja, hab ich einfach was gefunden. Boah. Achso, in der Kiste war auch drin. Ich habe es nur jetzt gecheckt. Was. Ja, geil. Nee, das Ding ist, es sind hier noch einige Bäume, aber es sind ganz viele, die nicht fällbar sind. Aber, ja, aber hier... bei mir waren gerade bestimmt 5 Stück, die fällbar waren. Hä? Also ich musste ist das halt nicht runter. Lootbar? Ah doch, Schrott, Glas und Planken. Ja, aber hier sind auch... Das ist ziemlich risky, was ich sag nicht, dass du jetzt tot bist, weil ich bin gerade jetzt wirklich ganz abseits. Ich bin hier gerade in einer ganz schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hier komplett stuck. Ah, jetzt. Alter, hast du es gerade gesehen? Ich bin fast RIP eigentlich. Ja, ich hab's gesehen, ja. Ich glaube, der Brudi war ein bisschen sauer, dass ich den Kopf von seinem Neffen aufhab. Verstehe ich nicht. Ist das nicht schön, die Verwandten wiederzusehen? Das ist schön, dass da gerade mal kein Hai ist für 5 Sekunden. Kann ja richtig gut sammeln. Wir müssen unbedingt rausfinden, wie wir... Ich glaube aber, diese Müllwürfel, da kommen wir noch dazu. Ja, da habe ich was ein bisschen rausgefunden. Es gibt einen Recycler, ähnlich wie ein Rust. Ja, daraus machst du Müllwürfel. Den findest du bestimmt auf Inseln nur, oder? Das weiß ich nicht, also, ob man den bauen kann. Oder bestimmt. Es gibt, ich glaube, es gibt noch, soweit ich das weiß, solche... wie so Ölplattformen oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dort dann solche Gerätschaften findest. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis von Gameplay zu Musik und so? Ist das, kann man sich das geben? Ich glaube schon, ja. Okay. Also das ist bis jetzt eine wie die größte Insel bewahren. Das ist ja Wahnsinn. Jo, das ist echt wild. Ich hab nochmal eine Kiste gefunden. Oh, meinst du, es gibt eine Mod auf Steam, dass man hast schneller... Hast du mir in dieses Fass gehaut, wo so Explosive war? Kann das sein? Was? Ich hab hier... Das schaut aus, als ob man was öffnen könnte, aber ich kann es nicht öffnen. Ja, ich weiß, da stand eine Kiste drauf mit ein bisschen Glas und eigentlich richtig okay. Müll. Aber ich hab auch gedacht, dass das noch aufgeht irgendwie. Okay, also Müllwürfel haben wir eh noch nicht, also wir können eh nichts drauf. Dann bist du ja ganz close eigentlich bei mir. Ja, ich hab dich ja schon. Da oben rennst du rum. Ich sehe dich ja die ganze Zeit. Ach, da! Ja, moin! Aber ehrliche Frage, wo siehst du jetzt hier ehrliche noch Bäume? Antwort. Also da hinten, in die Richtung, komm mal mit. Hier hinter? Ich glaube schon, also entweder bin ich jetzt dumm. Wäre ja eine Möglichkeit. Ist meistens so, aber ich komme von da oben. Ja, ich komme von da oben. Ah ja, hier kann man hoch. Hey, wieder hier einfach so, wie so eine Bergziege, einfach diese Hänge klimmt. Ja, ne, meint. Warte mal, da kann man doch tauchen gehen. Das ist keine Bergziege. Was ist das? Das ist ein Ton. Oh. Nice. Okay, ich geh mal hier ringsrum, dass ich drüben hochkomme. Wir lohnen uns. Ton und Sand. Oh nee, hier ist wieder das. Der Willi. Okay, jetzt weiß ich, warum man den Metalldings braucht. Die normale dauert mindestens doppelt so lang. Was? Das ist bei sowas sehr störend. Der Greifhaken. Ach so, ja. Beim wäre auch komisch, wenn es nicht richtig vorteilhaft wäre, das zu upgraden. Dafür ist es worth. So, wo sind jetzt hier Bäume? Ich sehe gar keine mehr. Ist der da alles wegzumachen? Ja, guck mal an, schau. Aber ansonsten... Ich wünschte, ich könnte pingen, aber es geht leider nicht. Ja, das wäre nice. Seppel, hast du einen Vorschlag? Brother, Junge, da wirft er schon wieder mit Steinen nach mir. Hast du einen Vorschlag für einen Namen, sowohl für den Greif hier, als auch... Kann er jetzt hier hochspringen? Ja, kann er. Ey! Oh! Eieiei! Wir haben jetzt Glück gehabt. Der hat jetzt fast die Treppe zerstört, der Hai. Oh, aber ich habe ihn gekillt direkt. Alter! Steinspeer. Das Wildschwein kennt auch gar keine Grenzen. Ich habe es direkt repariert, zum Glück. Oh, das ist nice. Danke. Da wo die Treppe ist, ich würde tatsächlich mal ein bisschen rausbauen. Ja, mach das mal. Wir hatten nur vorhin so wenig Kunststoff, dass ich das nicht machen wollte. Da haben wir jetzt auch wieder, das ist ganz wenig nur noch. Ja, ist egal. Hol mal wieder rein. Ich habe jetzt... Aua! Das ist ein hoher Return on Invest bei Kunststoff.
Meinst du, das sollte mal long gehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Warst du hier oben schon? Bei diesem Empfänger? Ja, da war die, genau da, wo du jetzt stehst, war die Kiste. Ah, okay, mit dem ganzen heftigen Loot. Ich sehe tatsächlich keine Bäume mehr, die ich noch holen kann. Außer dann die. Kannst du kommen. Dann kannst du kommen. Die hier direkt der oben. Schmeißt mich die ganze Zeit ab. Ich bin gleich tot, wenn du so weitermachst. Guck mal, die Runde jetzt. Ich habe jetzt auch so viel Loot, dass es nicht mehr in die Kisten passt, tatsächlich. Boah. Was echt ein Problem ist. Können wir nicht noch eine große Kiste irgendwo hinstellen? Jetzt pass mal auf, oben rechts auf deinen. Ey, ich bin gleich wirklich tot, ich habe noch ein HP. Der okay. Wirft die ganze Zeit mit Steinen. Das ist ja, lass mal, cool. Lass mal, warte mal noch kurz, ich bin gleich bei dir. Ja. Bevor du jetzt da, also nee, ich meine, sei mal kurz wachsam und mach das noch nicht, was du gerade machen wolltest, sondern lass uns erstmal ablegen. Ich habe den Trockenziegel jetzt erforscht, das habe ich gemacht. Ah. Jetzt schmeißt er dich ab, sehr gut. Aber da müsste ich ja jetzt gleich richtig viele neue, ach, dieses Vieh hier, das sieht ja auch geil aus. Also Seppel, wir brauchen Namen für unseren Hai. Vielleicht hast du einen Vorschlag. Ja, komm, ich mit dem Stein, pass auf. Der kommt, der kommt, der kommt. Wo ist er? Der wirft dich ab, sehr gut, der wirft dich ab. So, das ist gut. Es ist smart, einfach ins Wasser zu gehen. Können wir den Anker wegmachen und weggehen hier? Ja. Let's go. Weil ich bin sonst drin. Sehr gut. Ich glaube, einmal okay. Könnte er uns noch erwischen. Müssen wir mal gucken. Nee, wir sind schon weg. Hast du es jetzt schon gemacht? Weil ich habe gar keine Achievements bekommen. Du musst mal gucken. Du müsstest jetzt, wenn du mal Crafting-Menü aufmachst, unter anderem beim ersten Punkt, ganz oben, Nahrung, Wasser, einen Grill haben. Fortschrittlicher Grill. Achso, warte mal, beim Crafting. Ja, geil. Hä, den habe ich aber gerade freigeschaltet. Von dem habe ich dir gerade erzählt. Und unter anderem bei den Werkzeugen, das dritte, hast du jetzt eine Schere, eine Schaufel. Ja, davon hatte ich dir auch gerade erzählt, das war beides der Metallbarren. Haben wir jetzt beim letzten Punkt kein Ofen, ist das der Ofen, bin ich jetzt drin? Hä, hast du das jetzt wirklich erforscht? Ich habe hab keine Benachrichtigung gekriegt, dass irgendwas, da ist eine Riesenkiste. Ich habe keine Benachrichtigung gekriegt, dass ja, Moment, ich guck mal kurz, Moment. Wir was Neues hätten. Nice. Moment. Oh, der hat ja hier zwei unserer Plattformen platt gemacht. Der blöde Heinz. Ist aber dann neu. Ich will mir jetzt schon mein Metall parken. Oh nein. Ey, wo ist denn das? Ah, da oben. Ach, wir mussten noch auf Lernen drücken. So, wo ist das jetzt? Schmelze. Müsste ja. Ah, hier. Bei anderen. Genau. Kann Metallerz, Sand und Seetang schmelzen. Sechs Stück, okay. Naja, hey, halbe Stunde haben wir das drin. Nächste Insel, Abfahrt. Ja, also ein Trockenziegel liegt jetzt hier in der Truhe drin. Ich mach jetzt noch mehr. Warte mal, Trockenziegel braucht was? Wo ist denn der nochmal gewesen, der Trockenziegel? Ach, hier. Zwei Stück kann ich machen. Hast du sonst nochmal Sand? Ach, hier ist das Sand. Okay, da kann ich noch mehr machen. Nochmal einen. Mach mal. Haben wir schon drei. Sammeln jetzt Seil und Nägel. Na genug. Ja, der hat ja einige weggemacht, stimmt. Sorry, ich hab's jetzt darauf reagiert. Ja, auch alles gut. Ich kann das alles wieder entspannt herstellen. Der Kunststoff ist gerade das Hauptproblem, wenn ich's. Ja, definitiv. Ja, ich nehme mal das Holz doch. Ich lasse nur ein Holz hier drin. Und das andere Holz packe ich wirklich rüber in diese Holzkiste. Dass da ein bisschen Platz entsteht. Ja, jo. Gutes. So. Ja, ich mach mal hier wieder die zwei Netze hin. Zack. Sehr schön. Das ist geil, Alles geil. Der hier ist auch schon wieder ausgewachsen, oder? Nee, noch nicht ganz. Oh, sag mal, ich habe ein bisschen Durst gerade, sehe ich. Du humpelst auch. Ja. Ach, das siehst du sogar? Ja. Das ist ja nett. Ah, warte mal, was ich noch gefunden habe. Moment. Ja. Guck mal, oben rechts jetzt hier. Leere Flasche. Einfacher Bogen.
Insektennetz. Top. Jetzt geht's richtig gut. Jetzt geht's richtig. Schiff. Ich sehe ein Schiff. Steuer's mal an, ich hole uns mal ein bisschen Plaster ran. Scheiße, doch nicht. Und das ist eine große Truhe. Da muss ich hin. Sorry.